Ich brauche, glaube ich, neues Schiff und ich muss mehr rum. Das Problem ist mit dem Rum, dass hier so rum... Vorsicht, Treffe! Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Ist das? Das ist Rum. Ich habe nur 2 Rumbrennereien. Ja, das ist natürlich nicht viel und die brauchen auch Holz. Ne? Ja gut, Holz ist das kleinste Problem. Ich vermute mal, ich habe eine Menge Holz. 0 Holz auf Vorrat. Okay. Aber hier sind Ölquellen zwischen. Diese Inseln hier, ne? Hier wäre noch ein bisschen Platz, aber ich brauche später noch andere Sachen. Wie sieht's denn hier mit anderen Inseln aus? Unbesiedelte Insel. Hier gehen Bananas, Baumwolle, Kautschuk, Perlen, Tabak und Kakao. Also hier kriegt kein Rum angebaut. Das ist, braucht Rum überhaupt eine Fruchtbarkeit? Ja, ne? Ja, aber auch. Wie sieht's mit der da aus? Ah, hier wäre Rum, ne? Ja. Die ist auch mal wieder total verbaut, die Insel. Das ist... Wie sieht's denn mit der... Naja, gut. Kein Kommentar. Oh, hier ist eh kein Zuckerrohr. Und die da? Ah, hier würde gehen... Hier ist jede Insel völlig für den Popo. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Ich werde Rumpf wahrscheinlich hier komplett runternehmen. Und auf die andere Insel komplett neu aufbauen. Natürlich Stück für Stück, weil wir haben ja eh nur 2. Dann kann ich die hier wegnehmen. Allerdings muss ich erstmal gucken, ob hier überhaupt der Pendlerkai geht. Bevor ich das mache. Besucherhafen, Anlegestelle, Kanonentürme, Öllager. Das ist kein Pendlerkai. Nein. Geht hier vielleicht der Pendlerkai? Wahrscheinlich nicht, ne? Hafenmäuserei, Reparaturkran, Hellenfarm. Nee, es geht hier kein Pendlerkai. Das ist doof. Okay. Goldmine, ja. Ich weiß, dass ich hier Gold abbauen muss. Echt, ich habe hier andere Sachen, aber wie Treibstoff, Elektrizität, aber kein Pendlerkai. Nur der Besucherhafen. Ah, gut, was braucht denn der Rum? Wahrscheinlich normale Journalisten. Ja, gut, dann müsste ich davon ein paar aufbauen. Das geht ja nicht anders. Gut, das Ganze wird komplizierter als gedacht. Alle stehen bereit. Jo, wir gucken mal rein, aber... Dafür brauche ich gleich jetzt noch ein Schiff. Schrecken. Ein köstlich aussehendes Bankett. Aber niemand, der davon isst. Aufsteigender Rauch ermutigt die Mannschaft, an Land zu gehen. Doch bei ihrer Ankunft finden sie das Dörfchen aus kegelförmigen Steinhütten verlassen vor. Nach monatelangen Rationen aus Trockenfleisch und Schiffszwieback lässt der Anblick von in Bananen eingewickelten frischen Fleisch, Maniok und Bananen der Besatzung das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist schön, um wahr zu sein. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Warnt sie ein weiser alter Seemann. So, die Warnung beherzigen. 5%. Umgebung nach Gefahren absuchen. 15%. Essen schnell einpacken und verschwinden. Naja, gut. Versuchen mal Jagdblöcke. Das haben wir zumindest die Umgebung absuchen. Die Luft war doch nicht rein. Der Ausguck hat der Mannschaft gerade grünes Licht gegeben, sich gefahrlos über das Essen herzumachen, als er die Bewohner des Dorfes von allen Seiten heranstürmen sieht. Ja, das war so klar, ne? So, um das Essen kämpfen. Nicht auszureichend vorbereitet. Ah, gut. Versuchen sich zu entschuldigen? Auch nicht. Also, wir versuchen uns mal zu entschuldigen. Wir sind freundliche Seelöde. Das ging schief. Zu schön, um wahr zu sein. Ihre Expedition verlässt das Dorf. Sowohl hungrig, als auch mit einigen Männern weniger. Nicht nur haben ihre Männer das Festmahl zu Ehren des Geistes der Maniok entweiht, sie machen außerdem keine Anstalten, sich zu entschuldigen und stochern weiterhin in den verschiedenen Gerichten herum, als seien die Dorfbewohner gar nicht da. Als einer der Männer einen geschnitzten rituellen Löffel nimmt und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht anfängt, damit zu essen, scheint er ganz verdurst, als einer der Dorfbewohner auf ihn schießt. Nach einem kurzen Schusswechsel fliehen ihre Seemänner, um weitere Verluste zu verhindern.
Wir haben nichts zu befürchten. Mann, 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 ihr seid Tüpel, ne? Ihr seid Tüpel. Gut, auf jeden Fall hierfür muss ich wohl. Ich kaufe jetzt nochmal eine. Der hat schon zwei. Und seht ihre Anteile auch gerade zurückgegeben. Zunit, mein Freund. Zunit. Alter, muss mal aufpassen hier. Den anderen muss ich auch noch kaufen. Ganz viel gegessen. Zunit, mein Freund. Auf jeden Fall mit dem rum. Muss ich gucken. Da muss ich wirklich gucken. Was, das ist sein Schiff, ne? Ja. So, alte Welt. Und sie hat ihr Anteil auch zurückgekauft. Das geht nicht. Aktuell lebe ich von ihrem Einkommen. Boah, echt jetzt? Ihr freundliches Interesse ist vielleicht nicht so hilfreich, wie Sie glauben. Ich habe echt, glaube ich, vergessen, die Anteile zurückzukaufen. Na gut, das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. Muss ich bloß mal ein bisschen drauf achten demnächst. So, mein Schiff fährt rüber. Hier lüft alles. Ja, hier haben, zumindest haben wir im Moment genug Arbeit, ne? Wie gesagt, anscheinend haben wir inzwischen auch so ziemlich alles, bis auf rum locker flockig am Laufen. Ich könnte, glaube ich, noch mal ein paar zu Orba dann aufwerten. Und inzwischen haben wir ein paar Bauern über. Ich will das noch ein bisschen auf Insel verteilen. Machen wir jetzt mal, bis das Schiff fertig ist. Dauert ja noch ein Momentchen. So. Muss man aufpassen, dass nicht zu wenig Bauern werden. Ah. So, lass es jetzt erstmal. Klar, wir haben jetzt mehr als genug Arbeiter, aber haben die überhaupt alles, was sie brauchen? Ihnen wirklich am Herzen, oder? Ja, aber selbstverständlich. Und motzt hier doch nicht so über die Umweltverschmutzung mehr, das kommt hier noch weg. Immer durch den Schlipper atmen, mein Freund. Immer durch den Schlipper atmen. So, das Ding Lüft, der soll ja erstmal Schnappes transportieren hier unten hin. Warum müssen wir etwas umfunktionieren? Eigentlich kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Ja, ihr kriegt euer Schnappes. Und Seife auch noch. Immer mit der Ruhe. So, aber ich kriege hier auch nicht mehr Häuser hin, ne? Na gut, hier könnte man noch so ein... Ja. Da brauchst du nicht mehr. Du kriegst gleich einen Weg. Soll hier nur so eine kleine Extra-Siedlung werden. Für die Königin. Brauchst da noch was hin? Nee, ne? Bäh. Hier? Na gut, hier passt noch einer. Ist ja nicht viel, aber notfalls könnte ich es auch hier noch ein bisschen ausbreiten. Soll ja nur so eine kleine Siedlung bleiben. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze erstmal ein bisschen. Obwohl, warte mal, bevor ich was beschleunige. Ist irgendwo eine Quest? Ich sehe sie auf der Karte, aber nicht hier im... Da. Hier. Helft euch selbst, Boss. Aha. Wissen Sie, ich kann schon seit Wochen nicht klagen. Bin gar nicht ich selbst, ehrlich. Ich würde Ihnen sogar gerne etwas schenken. Was ist bloß los mit mir? Ja, was willst du mir denn schenken? Was war denn das? Sie haben uns aus der Gosse geholt. Schiffswerkzeugtruhe, okay. So, mit Traktoren. Ja gut, Traktoren könnte ich inzwischen machen, wenn ich hier noch Getreide farme. Ich müsste mal ein paar rüber nicht farmen. Die Zeit ist jetzt. Du musst handeln. Erhebe dich. Erwache. Was? Was nun schon wieder? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist sehr schön, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Bereit für neue Befehle. Oh, wir haben hier noch die Quest. Hier. Wohin? Hier, zu so einem Schiff, was von mir mitten im Lagerhaus steckt. Aber gut. Rum muss ich etwas umlagern und großflächiger herstellen, das wird so nix. Und wahrscheinlich in zwei Schiffe laufen lassen. Dafür brauche ich aber eine neue Insel. Das zufriedene Lächeln am Ende wiegt alle Unannehmlichkeiten auf, nicht wahr? Was, das war alles? Nur hinfahren? Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Nur hinfahren für ein bisschen Wurscht? Ah, komm hier, dann fahr zurück nach Nordlicht. Na, okay, auf jeden Fall, die Quest ist geschafft. Gut. Okay. Den fahren wir mal wieder zurück. Was ist das für einer? Das ist die Godzilla's Öl. Weiß ich, wo die anderen Bauern gerade sind. So, und ihr habt ja auch gesagt, ich sollte mir da mit der großen Insel, mit diesem Cup Travel, nicht so viel Zeit lassen. Weil sonst holen sich irgendwann die großen... Seht ja. Nur,
Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Aber ganz ehrlich, können Sie das auch gerne, weil das wäre mir hier zu viele Welten. Alte, neue Welt hätte eigentlich gereicht, mal abgesehen davon. Die interessiert mich nicht, diesen Cup, ehrlich gesagt. Das ist ja das gleiche wie hier, bloß größer. Da können Sie von mir aus ausbreiten, wie Sie Lust und Laune haben. So, die Schiff Bewohner schießen hoch. Stapel gelaufen. Sehr schön. Das ist er hier, ne? Was hat er gerade geliefert? Als Besucher. Fahren anhalten! Das ist die Vorhersehung. Okay. Ne, die Vorsehung. Du sollst eigentlich nichts fordern als ein bisschen Schnaps. Obwohl von hier Schnaps abholen ist Mist. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Später, mein Freund. Später Schnappe. Ich muss mal kurz gucken, wo ich Schnaps mache. Hier, ne? Warstein, ne? Ich hab bloß heute Angst, wenn ich hier ein bisschen Schnaps abzwocke. Ah, es müsste gehen mit einem Lagerraum, oder? Müsste ich auch mal vergrößern hier. Weil, guck mal, das läuft hier so ziemlich voll. Oder? Ah, Schnaps wird hier schon eine Menge. Ich muss hier bloß echt einmal mal vergrößern. Dafür fehlen Ziegel. Ah, das kriegen wir hin. Ich liefere mir mal ein Frachtschiff, ist hier einmal Ziegel rüber. Auf jeden Fall holst du, mein Freund. Das ist schon wieder eine Quiz. Mehr kriegst, Druck im Kessel. Mehr Druck im Kessel. Du kriegst einmal eine Handelsroute, mein Freund. Und zwar wirst du einmal von Warstein. Warstein ist hier. Nur ein Laderaum reicht. Ein bisschen Schnappes mitnehmen. Und das war hier, ne? Stockfix, genau. Na, Stockfix liefern. Mehr sollst du gar nicht. Damit die doch ein bisschen Schnappes kriegen. Das reicht schon voll und ganz. Da läuft ja die Überproduktion. Wir können mehr, ein bisschen mehr hinbauen. Gut, mein Flaggschiff muss ja erstmal ankommen. Und dann muss es auch rüber für den Rum. Jetzt muss ich ja mal kurz gucken, was ich überhaupt für den Rum alles brauche. So, gut, das braucht noch Holz. Was ist das? Das braucht nicht mehr Holz, das macht Holz. Das braucht Holz. Braucht 20 Sekunden. Das braucht 30 Sekunden. Gut, ich könnte das alles eins auch. Ich habe jetzt hier wie viel stehen? Ich brauche eigentlich nur Holz. Aber ich brauche auch ein paar Bewohner. Aber nur diese Journalinos da. Das kriegen wir alle hin. Ich habe stehen zwei, ne? Gut, ich würde das gerne verdoppeln, ehrlich gesagt. Das heißt vier aufbauen. Das machen wir mal auf die andere Insel. Das heißt, ich brauche eigentlich nur jede Menge Holz. Holz. Das macht später mal ein Frachtschiff, damit ich nicht noch mehr Schiffe bauen muss. Mein Frachtschiff nicht, mein Flaggschiff meine ich. So, die Herrschaften hier unten kriegen den. Ne, die sind da nett. Auf jeden Fall Schnappes geliefert. Dann werden sie hier auch glücklicher. Ja, und Seife. Da kann ich mich an die selbst drum kümmern. Dann haben sie alles, was sie brauchen. Klar, man muss denen nur die Grundbedürfnisse erfüllen, bis sie aufsteigen. Das ist richtig. Ich mache das einfach nur, weil die Zeitung sonst gerne mal rumjammert. Eine Minute. 30. Okay, ich könnte damit zwei Sieder rein. Dann Guide. Nee. Falsch. Das wäre übelst. Ich wollte 2-2-2 für eine Sieder rein. Ich schaffe das Zehnfache von so einem Fall. Stell dir nicht so an, Mensch. Die Frage ist, wohin? Platz haben wir ja nicht. Hier will ich nicht. Hier will ich später noch Eisen abbauen. Aber hier. Warte mal. Hier können wir auch einmal so durchziehen. Sehr schön, kann man da auch von mir verbinden. So. Dann kommen hier erstmal zwei Schweinereien hin. Ich hoffe, die passen. Schönen Tag auch. Ah, mal gucken. Wir schlingern ins Ungewisse. Ich guck's sofort, mein Freund. Ich guck sofort. So, das wäre. Machen wir so. Das wäre 5, ne? Jo. Ist zwar jetzt nicht so ganz symmetrisch, wie ich es gerne hätte, aber. Davon machen wir 2. So, warte mal. Wir treiben ab. Der Berg schlund. Die Seeleute stellen sich dem Berg ohne Karte. Nach einem Rennen von Führer zu Führer durch das Gebirge findet sich die Mannschaft ohne Betreuer wieder. Der Führer, der sie auf das letzte Stück begleiten sollte, ist zur vereinbarten Zeit nicht erschienen. Vergessen Sie, welches Ziel die Expedition ursprünglich hatte. Die oberste Priorität ist jetzt, von diesem verschneiten Gipfel herunterzukommen. Okay, Abstieg auf eigene Faust.
Zusätzliche Erfolgschance 50% und das ist Moralverlust. Gut, wir nehmen das. Die Navigatoren kommen ohne Führer zurecht. Sie merken sich unterwegs Orientierungshilfen, bleiben mit Hilfe der Kompasse stur auf Kurs und rasten nass trotz der schwindenden Vorräte. Schließlich finden sie einen Schmelzwasserbach und folgen ihm talwärts bis zum Fuß des Berges. Die Mannschaft hat überlebt, aber es war ein mühsames Unterfangen. Okay, aber ihr habt es geschafft. Da ist eine Menge Wind in den Segeln. Immer wieder. So, wir haben auch über zwei davon. Den brauchen wir auch auf jeden Fall hiervon zwei. So, die können wir hier reinklatschen. Jo, passt auch noch ein. Nein. Dann machen wir es so. Die brauchen unbedingt gleich noch ein Lagerhaus. Für eine hiervon, ne? Für eine Siederoi. Die Siederoi ist ziemlich groß. Boah, den mal. Den bauen wir hier ein Lagerhaus hin. Ist rum wieder aus oder muss ich gleich mal gucken? Irgendwas ist aus. So, für eine Siederoi. Die passt hier so nicht. Dann machen wir es so. Mal so. Können wir auch mal einen Weg zwischenbauen. Sieht besser aus. Upsala. So, wir haben eh zu wenig Bauern. Die werden wir dann aber hier oder woanders hinzimmern. Ich will noch mal kurz was gucken. Wegen der falschen Insel. Weswegen jetzt gerade Minus. Da ist mein Konto. Irgendwas ist doch hier. Wieder aus, ne? Ich sehe da keine Schwachstelle. Ja, der rum mal wieder. Am Bankhaus verlangen sie auch. Okay. Naja, das mit dem Rum kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist mal wieder der gute Rum. Wie gesagt, ich muss da erstmal Materialien rüberbringen. Eigentlich brauchen sie nur Holz, aber jede Menge Holz. Und dann brauchen wir auch später noch ein Frachtschiff, die das quasi von da abholt. Und mit dem Rum muss ich mal gucken. Vielleicht lasse ich die zwei, die auf der einen Insel sind, da. Weil die Bewohner brauchen ja, glaube ich, auch Rum. Bloß da brauche ich dann nichts mehr wegliefern. Gut, aber das kriegen wir alle sehen. Das kriegen wir alle sehen. So, wir haben aktuell zu wenig Bauern. Das ist auch nicht so wild angehangen. Die hätten schon ein bisschen halt. Dran, ne? Ja. So, vielleicht brauche ich gar nicht mehr bauen. Dadurch, dass ich jetzt Schnabbis habe. Wie die Made im Speck. Dürften sie doch jetzt eigentlich glücklicher werden, oder? Hm? Seife kommt auch gleich, Leute. Ah, Schnabbis geht hoch. Sehr schön. Also Schnabbis sollte jetzt ohne Probleme... Nein, das reicht nicht ganz. Oh, ich kriege hier aber auch keine mehr hängen. Ich will, wie gesagt, keine mehr bei mir auf der Insel, auf der Hauptinsel. Da wären mir zu viele Bauern. Aber hier ist aktuell auch ganz, ganz schlecht mit Häusern. Warte mal, wie sieht's denn aus, wenn ich hier Gewicht durchziehe? Das geht doch, oder? Ja. Hier denn vielleicht nochmal so einen kleinen Marktplatz in die Mitte? Lagerhaus. Das muss ja, hier ist nicht viel Platz, das ist mir klar. Muss ja keine große Siedlung werden, aber so eine kleine. Warum nicht? Auch ein paar einzelne Häuser hier hin. So. Mal gucken. Ich glaube, die brauchen ja auch ein Wirtshaus und so weiter. Erstmal gucken, was ich überhaupt vorwärts einkriege. Gut, hier ist schlecht, hier ist schlecht. Ich glaube, hier so ein kleines Wirtshaus, das reicht ja schon. Kann man hier ein paar... Ah, ich glaube, da kriege ich den Weg nicht rum. Wir sind aber auch beengt, diese Inseln. Mann, Mann, Mann. Das wird so nix. So haben die keinen Weg. Das geht so nicht. Warte mal, das Haus muss weg. Dann muss ich das leider so bauen. Ist nicht schön. Dann kann man da ein bisschen Deko rein oder so. Hauptsache, die haben Weg. Den brauchen sie ja. Kriege ich hier vielleicht noch so ein, zwei Häuser hin? Ne. Auf jeden Fall brauchen die Herrschaften hier ein Wirtshaus. Sonst laufen die hier amok. Ja, gut. Dann ist das hier eine kleine Wohnecke. Es sind zumindest ein paar Häuser mehr. Da kriege ich hier aber auch noch was hin, oder? Eins zumindest. Ah, zwei. Hier ist nicht schön. Da passt noch eins. Aber es ist besser als nichts.
Die müssen ja nicht alles kriegen. Kleidung, das kriegen sie, klar, durch den Marktplatz. Und ansonsten, die sollen hier ja Bauern bleiben. Haben sie alles. Gut, gut, das mit dem Rum kriegen wir auch hin. Hauptsache, ich muss bei mir nicht mehr so viel. Das ist ja alles verbunden. Und ansonsten dürften sie jetzt eigentlich wunschlos glücklich sein. Seife geht ja auch hoch. Langsam aber sicher. Ja, jetzt verlangen sie natürlich Bier. Bier könnte ich hier rein schon selber anbauen, aber später nicht. Alles auf einmal, ja? Nicht alles auf einmal. So, Quest. Quest. Jetzt will ich mich erstmal um rumkümmern, dass ich ständig eine Minusrutsche gehe nicht. Baumwolle scheint ja zu klappen. Wo ist denn die Quest? Da. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Als Konditor, ein Genie, in einer neuen Stadt, völlig verloren. Können Sie mir helfen, meinen Cousin zu finden? Er ist ein großer, fetter Bursche, der sich nie von seinem Bier trennt. Man kann ihn nicht verfehlen. Alter, wer redest du über deinen Cousin, Mensch? Hilfe, mein kleines Licht erlischt. Bitte, und holen Sie den Konditor. Möge es Sternenstaub auf Sie hinabregnen. Okay, Konditor, Handelskammer. Ich wollte gerade gucken, was er macht, Mensch. Gut, Rum wird ja schon gleich geliefert werden, aber... Bereit für den Einsatz. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Du bist für eine Expedition zuständig? Außer echt mal wieder der Rum, ne? Der Rum, ja, eindeutig der Rum. Aber alles andere... Ah, nimmt zu, sagt er aber. Gulasch brauchen wir aktuell gar nicht. Oh, wo, es geht aber auch übelst runter, ne? Oder geht das hoch? Bleib stabil. Gut, das ist echt nicht so einfach, das hier alles im Blick zu behalten. Aber es geht schon, es geht schon. Jetzt will ich einmal kurz, jetzt sind doch bestimmt die 10 Minuten rum. Wir sind gleich wieder im Plus. Meine Anteile hier wiederholen. Ich flehe Sie an. Ersparen Sie dem Kaiserhaus diese Schmach. Nein, tut mir leid, Mädel. Das war vorher meins, das bleibt meins. Und hier, da hole ich mir auch meine Anteile wieder. Nimm mal weg hier. Der war gerade ein Stamina. Halt! Ne, ist Baumwolle. Braucht Sorgen. Was liefert er hier? Sie haben schon an Einfluss gewonnen. Das ist doch gut. Das ist doch sehr, sehr gut. So, das hole ich mir auch wieder, mein Freund. Jetzt habe ich meine Teile alle wieder. Gut, gut, gut. Hat zwar eine Menge Geld gekostet, jetzt bin ich aber auch nicht mehr so doll im Minus. Und Rum ist ja auch im Anmarsch. Vermute mal, Rum ist in der Zwischenwelt, ne? Rum ist fast da. Ne, es ist nicht Rum. Rum ist also schon so gut wie da. Gut, gut. Dann dürft ihr gleich wieder hochschießen hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, da ist sie ja wieder, die Enterprise. Sehr schön, da steht sie. Denk mal, Rum ist hier gerade, will ich hier gerade hintuckern. Flaggschiff steht zu Diensten. Hau erstmal die Wurst hier raus, die brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Holz. Ich nehme aber auch Ziegel mit und ein paar Stallträger, man weiß ja nie. Dann fährst du auch gleich wieder zurück in die neue Welt, mein Freund. Damit wir uns um den Rum kümmern können. Und den brauchen wir aber definitiv. Momentan brauche ich keine Kriegsschiffe bauen, weil ich ja Frieden habe. Trotzdem baust du noch mal eins davon. So. Ich weiß zwar nicht, wo der Rum gerade ist, aber Rum müsste gleich auftauchen. Irgendwann. Irgendwo. Da kommen wir, ne? Neue Befehle! Yo. Oh, das wird echt eng mit dem Rum. So, ich werde auf jeden Fall... Wie gesagt, ich glaube, die brauchen auch Rum hier. Ich bin sicher, wir können noch mehr tun. Ja, das glaube ich dir auch. Ja, die brauchen auch Rum. Ich werde den hier ihre zwei Rumfehler lassen. Admiral! Um Admiral. Die zu versorgen, reicht das. Und dann baue ich drüben einfach, da zwei ja zu wenig sind, 4 bis 6 neue Rumplantagen auf, was dann komplett rüber geliefert wird. Das ist, glaube ich, besser. Den das gucken wir erstmal. Das ist einfach nur Aberglaube. Die Besuche. Ein unerwünschter Gast sucht das Schiff heim. Flüchtige Umrisse, klopfende und kratzende Geräusche. Jeden Morgen herrscht auf dem Schiff heillose Unordnung. Ein nächtlicher Unhold schluckt der kühnste,
unter den alten Seemännern. Wenn er die Trümmer über Bord wirft, als die Nacht erneut heraufzieht, wird ihm klar, dass etwas unternommen werden muss. Geister auf dem Schiff, aha, aha. Eine Teufelsaustreibung durchführen, was? Erfolgschance 5%? Den Schuldigen suchen 15% und die Bedrohung ignorieren? Ja, wir nehmen mal die Schuldigen suchen. Die Jäger finden Spuren, können sie jedoch nicht zuordnen. Die Abdrücke sind in der Tat seltsam, ja sogar äußerst verstörend. Krallenspuren, die sich tief in die Deckplanken eingegraben haben. Als ob der unsägliche Vorsache einer Art Rache verfallen wäre. Okay, ja, ja. Er ist aus dem Verstecktreiben. Garantierter Erfolg. Sie haben etwas oder jemanden, um das Problem perfekt zu lösen. Okay. Eine Falle bauen? Erfolgschance 20%? Zusammen gegen einen bösen Weißgeist beten. Naja, dann nehmen wir doch das Perfekte, ne? Beruhigendes, menschliches Husten dringt aus dem Inneren. Wie sich herausstellt, ist ein blinder Passagier an Bord. Ein junges Mädchen, das einem entbehrungsreichen Leben entfliehen wollte. Durch ihr schwungvolles Temperament nimmt sie die Mannschaft schnell für sich ein. Sie erhält Arbeit und Essen und alle glauben, dass sie ihnen Glück bringen wird. Ja, okay, okay. Bereit für was auch immer. So, okay, dann machen wir weiter, wie gesagt. Wir werden da drum hier lesen und den. Aber dann machen wir halt mit einem neuen Schiff, aber Esa muss der Herr hier ja ankommen. Und dann werde ich mal gucken, das alte Rumschiff kann ja dann rein theoretisch. Auch hier dann nicht mehr. Ich baue ja gerade ein neues Dampfschiff. Das alte Rumschiff. Ja, ist ja schon eins. Weil das soll ja dann hier kein Rum mehr von hier liefern, sondern später von der neuen Insel. Ich glaube, ich werde bereit, das Neue, was ich gebaut habe, und das denn dafür einsetzen. Dann klappt das auf jeden Fall. Den kloppt das auf jeden Fall. Ich muss googeln. Weil da müssen ja auch Bewohner rauf auf die Insel. Zum Glück nur die Kleinen hier in Jalapenos. Gut. Und die brauchen auch schon Rum, ne? Muss so halt nur einstellen, dass denen ein bisschen Rum bleibt. Und das kriegen wir schon hin. So. Und so lange komme ich halt auch nicht zum Gold, um hier weiterzumachen. Aber es lift. Ich muss hier erstmal noch ein Problemchen kriegen. Was ist das? Ja, das haben wir doch schon erledigt. Das waren die Anteule. So, Bauern haben wir jetzt plötzlich jede Menge. Wo kommen auf einmal die ganzen Bauern her? Ja, weil ich mir meine Anteile zurückgekauft habe, ne? Gut, aber ehrlich gesagt, die Anteile habe ich ja nicht ewig. Irgendwann wird die Insel mal vernommen von mir oder jemand anderen und bla bla bla. Ja, dann sind die Anteile auch weg. Auf jeden Fall könnte ich ja nochmal... Weil die Arbeiter bringen mehr Geld, ne? Ein paar zu arbeiten ausstufen, so ist es nicht. Aktuell zumindest. Ich muss bloß halt darauf achten, dass ich die Anteile behalte. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich die NPCs... Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Am Leben halten will. Und durch die Anteile kriegt man enorm Arbeiterschub und dann braucht man selber nicht so viele bauen. Man muss bloß halt aufpassen, dass man die NPCs nicht übernimmt oder wegbaut. Weil dann ist vorbei mit Arbeitern. Tja. Dürfte ja auch noch ein bisschen Geld einbringen. Kam rum an, sieht fast so aus. Oder es war jetzt durchs Ausstufen. Sehen wir, haben sie rumgekriegt? Oh, rum bestimmt, ne? Rum war da, jo. Gut, du kannst mich mal mit deinen verheißungsvollen Karten. Das Schiff muss da erstmal rüberfahren. Oh, das kriegen wir alles hin. Die Piraten werden auch mal größer, ne? Okay. Der Öl läuft, eigentlich läuft das bis jetzt relativ gut. Es ist bloß halt etwas schwierig, auch wenn man hier die Statistiken hat, wirklich noch im Blick zu behalten, was jetzt genug produziert wird und was nicht. Und nur so bringt mir das nichts, weil ich hier ja nur die Hälfte produziere. Zum Beispiel Fisch. Gut, Fisch produziere ich hier selber, ne? Nachfrage 16, ja gut. Gucken wir zum Beispiel mit Schnabbis. Schnabbis habe ich eine Nachfrage von 21. Weiß jetzt aber gar nicht, wo ich Schnabbis. Ich glaube, das war Warstein. Da muss man halt immer beide anklingen. Na gut, Nachfrage 21. Ja gut, es wird massiver Überschuss produziert. Klar, weil die andere Insel ja auch noch mitbeliefert wird, ne?
Da müsste ich denn das Verstockviechs, ne? Die mit reinnehmen. Und dann ist es mich schon mal, der verbraucht mich schon mal höher. Aber ist trotzdem noch ein Überschuss. Das ist sehr, sehr schön. So, wenn ich die jetzt mal rausnehme, die mal rausnehme, ich will mal kurz nach dem Rum gucken. Rum ist in der neuen Welt, hier aktuell, das ändern wir ja gleich. Und wenn ich mich da jetzt mal gucke, Rum. Wir haben eine Versorgung von, naja, wenn es gut läuft, 16, jetzt gerade 8. Und eine Nachfrage von 17, das reicht bei weitem nicht. Da muss ich also was machen. Gleich mit dem Zuckerrohr. Das ist nämlich das ganze Problem. Und ich werde halt nach und nach die Schiffe austauschen gegen Dampfschiffe. Wir gehen wohl nicht pleite, weil wir zwischendurch immer mal wieder im Plus sind, das ist klar. Aktuell brauche ich auch keine neuen Häuser bauen, aber ich denke mal, ich werde hier später auch noch eine kleine Siedlung machen. Das reichen ja reine Bauern. Muss ja nicht mehr sein. Reine Bauern reichen. Soll ja trotzdem überall Pendlerkai hin. Hier, das sind mir zu viele Bauern. Das sind mir eindeutig zu viele Bauern hier. Kommen die denn eigentlich alle? Sind sie denn glücklich? Sie haben uns aus der Gosse geholt. Na gut, Schule ist ein bisschen wenig und Wurst und Bier und wird das alles gemangelt oder was? Fass aus, ne? Also Schnäppes haben sie. Wurst haben sie auch. Auch wenn sie vieles hier haben. Bier haben sie, ja gut. Und Seife auch. Ja, ja, dann haben sie es bloß noch nicht geholt. Aber allerdings, was hier fehlt, ist... Ah, wohl. Ah, geht, ne? Geht. Haben alles da. Wollte gerade sagen. Hat ein Wäuchchen gedauert.